dir die Schwachen zum Freund, wer uns unbedeutend erscheint. Den siehst du mit gnädigem Blick und führst ihn zur Quelle zurück. Du suchst dir die Starken zum Freund, wer meint, dass er Hilfe nicht braucht. Dem zeigst du ein größeres Stolzeste Herz machst du weich. Schwach und stark, jung und alt, krank oder gesund, sind wir willkommen. Mann und Frau, arm und reich, willkommen. Du suchst dir ein offenes Haus und schlägst unsere Bitte nicht aus. In unserer Mitte zu sein, das fließt voller Freundlichkeit ein. Du suchst dir uns alle zum Freund, als Träumer und Kölner vereint. Ja, wir sind willkommen, ihr seid willkommen, herzlich willkommen zu Worship to Go an diesem 11. Juli. Wir sind heute nur zu viert und völlig Pfarrerinnen und Pfarrerlos, denn die Raffaela Dembski-Galla ist im Urlaub in ihrem Wohlverdienten und Jo Römelt musste leider spontan in Quarantäne. Keine Sorge, ihm geht's gut, er ist auch negativ getestet, aber vorsorglich muss das alles natürlich so laufen, dass niemand in Gefahr gerät. Deswegen sind wir heute zu viert und schön, dass mein lieber Mann Stefan wieder dabei ist und die Gitarre schwingt und ja, mit uns betet und über Gott und die Welt spricht. Und heute ist unser Thema Wachstum. Wachstum, das vielfältige Spektrum dieses Begriffs, angefangen von den Pflanzen, die sich gerade so richtig schön entwickeln, über Wachstum, das vielleicht nicht so positiv bewertet wird, bis hin zu innerem und geistlichem Wachstum. Mal gucken, was uns da so heute vor die Füße gelegt wird. Auf jeden Fall freue ich mich sehr, dass wir gemeinsam beten, singen und uns unterhalten in einem Gespräch. Und so feiern wir diesen Worship-to-Go-Gottesdienst im Namen Gottes, des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Und ich möchte noch mit und für uns beten, dass wir gemeinsam im Gebet diesen Gottesdienst starten. Guter Gott, du sprichst zu uns und sagst, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und diese Zusage ist so wunderbar, denn sie spricht nicht davon, dass wir Hunderte sein müssen, um einen guten Gottesdienst zu feiern, sondern dass wir zwei, drei, vier, fünf sein können. Du bist da, du schenkst uns Reichtum und Wachstum im Herzen und dafür danke ich dir. Ich danke dir, dass du hier mitten unter uns bist, dass du auch über die Kanäle in die Wohnzimmer und Wohnungen der Menschen kommst, dass du unsere Herzen berührst. Und ich bitte dich, dass du mit deinem Heiligen Geist jetzt mitten unter uns bist, dass du uns eine gute Zeit des Singens, des Betens und des Spürens auf deinen Heiligen Geist schenkst. Sei du jetzt da und segne uns. Amen.
Ja, und wir möchten mit Liedern starten, die vielleicht erstmal gar nicht so vom Lob Gottes handeln. Wir wollen anfangen mit der Lehre und uns dann in die Fülle, in den Wachstum hineingeben. Ich stehe vor dir mit leeren Händen, Herr. Damit beginnen wir jetzt. Ja, Herr, und es ist egal, ob wir zu dir beten, laut oder leise, lang oder kurz. Wenn wir zu dir schreien, dann hörst du unser Gebet. Wenn wir zu dir rufen, dann bist du da. Denn du kennst unser Herz. Du weißt schon, bevor wir was aussprechen, was wir dir sagen möchten. Du bist ein Gott, der in Beziehung mit uns treten möchte. Du möchtest uns zeigen, wie sehr du uns liebst. Und da zählt nicht, ob wir arm oder reich sind, groß oder stark,
klein oder schwach. Da zählt, dass wir zu dir rufen. Dass wir zu dir rufen in unserer Trauer, in unserer Wut, aber auch in unserer Dankbarkeit und in unserer Freude. Dass wir dir sagen, dass wir dich lieben von ganzem Herzen. Und dass wir darauf vertrauen, dass du bist, dass du da bist, zu jeder Zeit, an jedem Ort, egal wo wir sind, egal was wir sagen, ob in unserem Herzen oder laut mit unserer Stimme, du weißt, was uns gut tut. Und du möchtest uns sagen, dass du uns liebst, jeden und jeden Tag. Und dafür danke ich dir. Come.
werden, wer ich bin. Wachsen, Neues lernen, Begegnungen wagen, Sicherheiten in Frage stellen, Erfahrungen sammeln, Entwicklungen zulassen, Erinnerungen hüten, reifen, behutsam, achtsam, nach innen schauen, wie beim Zwiebelschälen Schicht für Schicht ablösen, in die Tiefe gehen, manchmal mit Tränen, werden, wer ich bin. Ja, so viel zu unserer kleinen Anbetungszeit. Jetzt gehen wir in das Gespräch. Wie bei jedem Worship to go gibt es eine Sanduhr, die werde ich aber erst umdrehen, wenn ich die Einleitung gemacht habe. So machen das Raffaela und Jo nämlich auch immer. Voll gemein. Nein, aber dann können wir ein bisschen mehr Zeit haben. Ja, das Stichwort Wachstum kam mir irgendwie in der letzten Woche in den Kopf und ihr fandet das doch auch so ansprechend, dass wir gesagt haben, wir machen da ein kleines Gespräch darüber. Denn wenn ich
in die Natur gehe und Löwenzahnblätter für meine Meerschweinchen sammle. Dann begegnen mir im Moment die immens größten Löwenzahnblätter, die ich seit Jahren gepflückt habe, nämlich so Riesen-Oschis. Und dann gucke ich in die Natur und denke, Wahnsinn, dieses Jahr ist es wirklich, dieses Wachstum der Pflanzen, das überwältigt mich irgendwie dieses Jahr, dass ich das Gefühl habe, es ist wirklich was Besonderes. Da schenkt uns Gott viel Reichtum in diesem Jahr. Also Wachstum in der Natur. Natürlich haben wir auch das sogenannte exponentielle Wachstum, was uns durch die Corona-Pandemie führt, was leider negativ besetzt ist, dass sich das Virus halt immer weiter verbreitet und so schnell verbreitet, dass man mit der Nachverfolgung gar nicht erst richtig hinterherkommt und dass es zu vermeiden gilt, dass es so kommt. Wachstum, Wirtschaftswachstum, also es gibt so viele Facetten in diesem Wachstumsthema und das innere Wachstum, Gemeindewachstum und. Ich glaube, wenn ich jetzt die Sanduhr umdrehe, haben wir wirklich eine Viertelstunde Zeit, richtig viele Facetten abzugrasen. Wir dürfen uns nur nicht verfransen. Wer möchte denn starten? Ach, ich starte einfach mal. Ich starte mal mit Kindsein und dem, was das Leben so ausmacht. Wenn ich als kleiner Mensch auf diese Welt komme und so ganz, wie soll ich das sagen, so ganz ohne Inhalt bin, sage ich jetzt mal so, und dann immer mehr Input bekomme von außen, von meinen Mitmenschen, in erster Linie von meinen Eltern, dann lerne ich Dinge, ich lerne zu laufen, ich lerne zu sprechen und vieles andere mehr, das brauche ich jetzt nicht alles aufzählen. Und irgendwann schwupps bin ich ein Teenager und denke, was passiert hier gerade mit mir in dieser Welt, höre ich hier überhaupt rein? Und und irgendwann bin ich erwachsen und blicke zurück und denke, wie lange habe ich noch für mein Wachstum, wie lange geht dieses Leben noch? Ja, und dann ist irgendwann das Wachstum zu Ende. Das ist so eine Zeitschiene. Und ich glaube, so ist es aber im Leben, dass die Zeitschiene, die ich habe für mich, dass die gefüllt wird mit meinem Wachstum, dass ich mich kennenlerne, dass ich Facetten kennenlerne, die an mir gut sind, die weniger gut sind, dass ich aus dem Guten vielleicht kreativ werde und versuche, die Dinge, die mich und andere stören, ein Stück in den Griff zu kriegen. Ganz weg, finde ich, brauchen sie nicht. Und dass ich das Beste aus mir auch raushole, weil ich glaube, das führt zum Glücklichsein und das macht das Leben für mich super interessant, mich immer wieder kennenzulernen und auch dran zu wachsen. Ja. Was meinst du denn, an welchen Situationen bist du am meisten gewachsen? Das interessiert mich gerade, weil wenn ich so auf mein Leben gucke, wüsste ich schon eine Antwort, aber vielleicht... Ja, kann ich dir sagen. Also ich glaube, ich bin immer dann gewachsen, wenn ich in einer Krise drin gewesen bin. Und Gott sei Dank irgendwann hinterher mit Gott. Aber das hat die Krise nicht leichter gemacht, das muss ich direkt dazu sagen. Also ich will jetzt nicht sagen, du gehst mit Gott, juppie, ja, je, alles wird gut. Nein, aber ich habe immer einen Halt gehabt. Und in Krisen, Situationen, welcher Form auch immer, habe ich mich auch hinterfragt. Weil eins ist auch klar, es liegt nicht immer an den anderen. Und das ist das, was es so schmerzhaft auch teilweise macht, weil wenn ich mich so reflektiere, denke ich, ich möchte den anderen ja nichts. Ich möchte ja irgendwo auch, dass es den Menschen mit mir gut geht, was nicht immer funktioniert. Und auch andere Krisensituationen. Ich glaube, die Krise lässt mich wachsen. Und ich habe da früher mal so ein Bild gesehen, und zwar, wenn auf dem Feld die Ähren wachsen und der Wind oder der Sturm kommt, dann bekommen die so sogenannte, hat man mir so erzählt, Wachstumsknoten. Wenn man so eine Ähre mal fühlt, dann hat die zwischendurch immer so Knoten. Und das sind diese Verhärtungen, die entstanden sind durch einen Sturm. Und ich glaube, so fühle ich mich auch manchmal. Ich bekomme halt diese Wachstumsknoten. Schönes Bild. Ja, man wächst an seinen Aufgaben. Ne? Ist ja auch ein bekannter Spruch. Ich weiß nicht, was ich für eine Aufgabe habe, aber ich wachse irgendwie nur noch hier so. Nein, aber es ist tatsächlich so, dass so diese Krisen oder da, wo es nicht so leicht geht, dass die gerade das Wachstum bringen. Und man merkt es gerade in der Situation überhaupt nicht. Man sieht es halt immer erst hinterher.
Und das Interessante ist allerdings bei unserem Wachstum oder bei unserem Leben, das ist ja irgendwie begrenzt. Also das Wachstum, was wir so haben können, ist begrenzt. Das Wirtschaftswachstum ist begrenzt. Das ist ja immer gerade das, was uns anders erzählt wird. Die Wirtschaft muss wachsen, damit es gut geht. Ja, damit werden aber immer nur die Reicheren reicher und die Ärmeren werden älter, weil das Geld und die ganzen Ressourcen sind halt nur begrenzt. Und also wenn wir weiter so leben und mehrere Erden pro Jahr brauchen, dann müssen wir uns nicht wundern, dass das Wetter irgendwie so merkwürdig ist. Und jedenfalls, Wachstum ist auf dieser Erde, glaube ich, irgendwie ja, einfach sehr begrenzt. Deswegen werden wir Menschen auch irgendwann nicht mehr größer. Aber der Unterschied ist, bei Gott ist das Wachstum unbegrenzt, weil Gott einfach so unendlich ist, dass ja, genug Platz ist. Und es ist auch egal, wie groß oder klein man sich vorkommt, bei Gott sind wir halt alle so klein, dass wir immer noch wachsen können. Und das Gute ist einfach, dass uns Gott dazu auch, ja, auch immer wieder mit seiner Liebe begießt, alle Nährstoffe gibt, die wir brauchen. Da gibt es ein ganzes Buch voll und weitere Literatur. Und Menschen, die mit Gott leben, ja, es ist einfach sehr spannend, sich da auf die Reise zu machen und dieses unendliche Wachstum mit Gott zu wagen. Und ich bin dabei, mal mehr, mal weniger, mal schneller, meistens langsamer. Ja, als das Stichwort Wachstum aufkam, habe ich ja erstmal gefragt, was meinst du damit? Aber mir fiel als erstes höher, schneller, weiter ein. Und dann fiel mir ein, dass ich als Kind oder Jugendliche sehr gerne Olympia geguckt habe. Und immer wenn ein Rekord gelaufen wurde oder so, dann jubelten alle und ich jubelte mit. Und also bei jedem Olympia kamen irgendwelche Weltrekorde. Und als ich dann älter war, habe ich mich gefragt, ja, wie soll das denn weitergehen? Also der Mensch kann irgendwann nicht mehr schneller laufen, nicht mehr höher springen. Es sei denn, er dopt sich oder so. Und als mir das alles klar wurde, ach, dann war sowieso vorbei. Die Laufschuhe werden viel besser. Ja, alles wird ja, besser und so. Noch besser, ja, aber also an uns Menschen beobachte ich doch, dass es irgendwie irgendeine Grenze gibt. Und dann war ich halt nicht mehr so fröhlich, wenn irgendwie mal ein Rekord gelaufen wurde. Ja, und dann habe ich auch an dieses Wirtschaftswachstum gedacht. Es geht einfach nicht, dass jedes Jahr irgendwas noch mehr erwirtschaftet wird. Also das ist für mich total logisch, dass das nicht geht. Und dann habe ich gedacht, ja, ich möchte ja auch mal was Positives denken. Und die Natur, eigentlich hätte ich sofort auf die Natur kommen können, das ist ja irgendwie ein Wachsen und aber wieder zurückfahren. Also es gibt einen Kreislauf. Der Baum wächst zwar auch immer höher, aber er wirft im Herbst seine Blätter ab und sammelt neue Energie und im nächsten Jahr kommt wieder was Neues. Und das wünsche ich mir in der Wirtschaft halt irgendwie oder beim Sport, wo auch immer, auch so ein bisschen, dass man eben nicht nur höher, schneller, weiter, sondern auch mal, wir müssen wieder ein bisschen zurückfahren. Und, aber ich habe nicht das Gefühl, dass alle so denken. Aber das ist... So denke ich. Und das denke ich, glaube ich, auch für mein geistliches Wachstum, weil ich Phasen habe, wo ich eher zurückwachse. Aber da denke ich mir, ach, wenn die Natur das so macht, dann ist es bei mir auch nicht schlimm. Also irgendwann sehe ich Gott nicht oder denke, ist alles blöd und mein Glaube ist so klein. Und dann gibt es aber auch wieder Zeiten, wo das anders ist und wo ich das genießen und erleben, also in vollen Zügen genießen kann und erleben kann. Ja. Ein sehr schönes Bild, finde ich, weil es braucht ja Ruhephasen, dass etwas auch wieder wachsen kann. Also wenn etwas ständig in Action ist, dann wächst es wahrscheinlich auch nicht, weil es ja ständig auch strapaziert wird. Und diese Ruhephasen in der Natur, die sind total wichtig. Und ja, in der Wirtschaft oder in der Leistungsgesellschaft wird es sofort als ja, Fehler oder als Riesendrama angesehen, wenn irgendwie mal was nicht weitergeht oder nicht so schnell weitergeht und so weiter. Und das ist es bei Gott halt nicht, weil, wie wir schon gesagt haben, ne, aus Krisen, aus Fehlern entstehen meistens auch nochmal neue Ideen oder ein Weg ändert sich oder so, also irgendwas, ein Korrektiv in meinem Leben. Ne? Was ich halt so gedacht habe, was beschäftigt mich ja total, ist Kirche und Wachstum, Gemeinde und Wachstum.
Auch da erliegen wir manchmal diesem Glauben, ja, die Zahlen, ne, wie viele Gottesdienstbesucher, wie viele Gemeindemitglieder und so weiter, was ja irgendwie natürlich auch wichtig ist, wenn man Gemeinde als entweder als Wirtschaftsunternehmen sieht und man die Einnahmen braucht oder wenn man ein missionarisches Herz hat und denkt, wir wollen viele Leute erreichen, ja, wie können wir es schaffen? Da gucken wir halt auch ein bisschen auf die Zahlen und da würde ich gerne mit euch nochmal drüber sprechen, weil so auf meinem Herzen gerade liegt, dass ich denke, so die Anzahl ist gar nicht so wichtig, sondern eher die Qualität, also wie wir wirklich den Einzelnen, die Einzelne so erreichen, dass es ins Herz spricht. Und wenn es dann eine Handvoll Menschen ist, dann ist es super, ja. Ich kann eine Masse begeistern und keiner nimmt irgendwie richtig was mit, außer, hey, war cooler Abend oder so, ne. Aber da merke ich, da schlägt so gerade mein Herz, so wie wir die Balance hinkriegen. Mir ist es ja auch nicht total egal, wie viele Leute kommen oder wie viele Leute zuschauen auf YouTube und so. Aber das ist doch nicht alleine aussagekräftig, oder? Was sagt ihr dazu? Ich kann ja mal erzählen, wie Gott mich so bekommen hat. Ich bin in eine ganz kleine Gemeinde gekommen, also wenig Menschen. Und ich war aber in einer Krise. Und ich wusste um Gott, also ich kannte Gott schon irgendwo, aber halt nicht so, wie ich ihn jetzt kenne. Und ich bin in diese Gemeinde hineingekommen und habe die Musik gehört. Und da hat Gott mein Herz erreicht. Und die Menschen, wir waren da noch viele, wir waren da zwischen 20 und 30. Ich sagte, es war für uns viel. Und was ich damit sagen will, ist, es kam nicht auf die Masse der Menschen an. Das ist das, was ich auch manchmal denke, wir müssen nicht die einzelnen Schäfchen zählen, die sonntags zum Gottesdienst kommen, sondern die Frage, die ich mir stelle, ist, kann ich Menschen von dem, was ich mit Gott erlebt habe, kann ich ihnen da was von abgeben? Und wenn sie in einer schwierigen Situation sind, möchten sie diesen Weg dann vielleicht auch gehen oder suchen sie auch Gott und denken aber, naja, irgendwie, so wie das abläuft, so wirtschaftlich, spricht sie das nicht an. Also dürfen wir unsere Herzenshaltung ändern und das den einzelnen Menschen sehen und wenn nur 5 im Gottesdienst sind und wenn von den 5 vielleicht auch nur einer angesprochen wird oder sein Herz für Gott öffnen kann, weil er auf der Suche ist und ihn gerade findet oder gerade braucht, in welcher Form auch immer, dann ist das genug. Ja, also das glaube ich, dass wir den Einzelnen nachgehen sollen. Also ich glaube, wenn man mit dieser Einstellung Gottesdienst feiert oder vorbereitet oder in der Gemeinde tätig ist, dann erreicht man auch mehr. Aber ich glaube, dass dieser Druck nicht gut ist. Wir kennen ja alle die Zahlen. Wir wissen ja, ach ja, Mitgliederzahlen gehen runter und so weiter. Und ich glaube, dass jetzt viel Aktionismus entsteht, um wieder Menschen zu erreichen, weil die Kirche nicht schrumpfen darf, so sage ich jetzt mal. Ja, ist einfach so, ne? Und ich glaube, dass das der falsche Weg ist, weil wenn wir uns auf, also natürlich gar nichts machen, ist auch nicht richtig, versteht mich nicht falsch, aber einfach nochmal zu gucken, was, wie du schon sagst, was hat mich angesprochen, was spricht mich an und wie können wir das machen, um vielleicht dann auch andere anzusprechen, aber jetzt nicht, ne, so in Hektik zu verfallen und irgendwie in Aktionismus, sondern eher in fröhliches Machen dessen, was wir selber und was uns auf dem Herzen liegt und was wir selber gerne machen. Ich glaube, dass das auch ganz wichtig ist. Nochmal eben ein Wort. Du hast gesagt Kirche. Und das ist das, was ich immer denke. Ja, Kirche ist das eine, der Glaube ist aber irgendwo das andere. Also ich glaube, das ist wirklich wichtig, den Menschen zu vermitteln, natürlich sind wir ein Wirtschaftsbetrieb, wir sind ein Wirtschaftsbetrieb Kirche und deswegen ist die Sorge natürlich groß, wenn Menschen wegfallen, dass wir uns nicht halten können, werden wir auch nicht. Also das äußere ich jetzt einfach mal so. Aber es geht nicht um die Institution Kirche, es geht um das, was Gott mit mir macht und was mein Glaube ist. Und wenn wir da zueinander finden, da bin ich mir sicher, haben wir zwar nicht mehr Kirche, in dem Sinne, was wir jetzt sagen, als Gebäude, sage ich jetzt einfach, sondern wir haben Menschen, die im Glauben den Weg mit Gott gehen. Und ich glaube, das ist das Ziel. Weil es ist nicht gesagt worden, baut Kirchen. Es ist gesagt worden, geht zu den Menschen, macht sie zu Jüngern, erzählt ihnen von mir. Ja? Ich glaube, das ist der Unterschied. Und diese Erwartungshaltung, dass die Menschen hier zu uns kommen, ist schön. Aber
rauszugehen zu den Menschen ist noch schöner. Und es ist jetzt auch durch die Corona-Zeit einfacher, als es vorher war. Also siehe dieses Kästchen hier, in dem wir gerade sind, auf YouTube. Da hat vor anderthalb Jahren noch keiner dran gedacht. Und es ist unglaublich, wie viele Menschen wir dabei auch erreichen, die sonst halt irgendwie sonntags oder zu anderen Zeiten nicht den Weg hier in die Kirche finden, also in dieses Gebäude. Es ist schon mal eine Möglichkeit, den Menschen näher zu kommen und dann auch ohne sofort zu sagen, und wenn euch das Video gefallen hat, dann klickt unten auf Like und abonniert uns. Das ist zwar auch ganz nett, aber heute es ist hättest einfach, du die Chance. Genau. Genau, und lasst uns auch einen Kommentar da. Nein, ich glaube, das ist einfach auch nicht das Entscheidende, sondern eben, wie du sagtest, also es sind nicht die Zahlen, und ich glaube, wir müssen einfach auch mehr mit Gott rechnen, als mit Zahlen zu rechnen, weil das sind einfach Sachen, die man nicht fassen kann, auch was in einzelnen Gesprächen passiert, was Gott macht, ich sag mal, das ist einfach wirtschaftlich so gesehen oder betriebswirtschaftlich ist das eine Katastrophe, wenn ein hochbezahlter Pfarrer ein Seelsorgegespräch macht, aber es ist das Beste, was jemandem passieren kann, der gerade dieses Gespräch braucht. Natürlich nicht nur bei den Pfarrern, sondern auch bei allen anderen, die mit Gott einfach einen guten Draht haben. Ja, aber diese Qualität, die kann man nicht messen und erst recht nicht in Zahlen. Also deswegen mit Gott rechnen sollte unsere neue Währung sein. Ach, Leute, die Uhr ist durchgelaufen. Es tut mir total leid. Mich hätte noch wahnsinnig interessiert, was denn bei uns das Wachstum, das innere Wachstum ausgemacht hat. Vielleicht nur ein ganz kurzes, so eine Schlussrunde. Wenn wir so überlegen, was ist denn da gewachsen? Finde ich ganz spannend. Also für mich kann ich sagen, bei mir ist gewachsen, dass ich mich viel mehr traue. Man mag es nicht glauben, aber ich glaube, so mit 13, 14 war ich total schüchtern und hätte mich nie im Leben irgendwo hier hingesetzt und irgendwas gesagt. Aber irgendwie so, ne, mit diesem Wachstum habe ich mich viel mehr getraut, so positiv. Und das wäre so ein Punkt, der mir einfällt. Fällt euch noch irgendwas ein zum Schluss dieser Runde? Genau das Gegenteil. Ich durfte lernen, mich zurückzunehmen. Also da, wo ich präsent bin. Ich bin heute immer noch präsent, aber in einer anderen Art. Also ich habe schon gelernt, meine offene Art ein Stück auch zurückzunehmen in manchen Situationen. Das ist auch Wachstum. Ich glaube, ich habe gelernt, ich selbst zu sein. Also mich nicht verstellen zu müssen, um von anderen gemocht zu werden. Und ich habe gelernt, dass ich Sachen ausprobieren kann, das rausholen kann, was in mir steckt, dass es halt auch wirklich sich entfalten kann. Das haben mir viele Menschen zugetraut, die in Gottes Team sind, und ja, deswegen sitze ich jetzt auch hier. Oder stehst an der Technik, ne? Was ja auch eine große Gabe ist. Ja. So Leute, jetzt singen wir noch ein Lied und bitten Gott einfach um seinen Frieden, und Friede ist wichtig, um wachsen zu können. Also wenn man ständig im Stress ist und im Krieg und in der Fehde, dann kann man eigentlich schlecht wachsen. Man braucht diese Ruhe und den Frieden. Und deswegen singen wir: Herr des Friedens, komm, und Herr der Heilung, komm, und Herr der Freiheit, komm. Friedens komm, Herr des Friedens komm.
Wir wollen für und miteinander beten. Du Gott des Lebens, wir danken dir für alles, was in den letzten Wochen um uns herum wächst und blüht und gedeiht. Es tut so gut, das zu erleben. Und genauso danken wir dir für all das, was in uns gewachsen ist im Laufe unseres Lebens. An Fähigkeiten, an Geistesfrüchten, an Einsichten und Eigenschaften, die uns und anderen gut tun. Und durch die du wirken willst. Wir bitten dich, hilf uns durch deinen Geist, uns immer weiterzuentwickeln. In die Richtung und in dem Tempo, das für uns das Richtige ist. Barmherziger Gott, du weißt aber auch, wie schwer wir uns oft tun, wie oft es zwei Schritte vor und dann wieder ein zurückgeht, an welchen Stellen wir manchmal nicht weiterkommen, sondern in früheren Entwicklungsphasen stecken bleiben. Und manchmal wachsen in uns stattdessen Dinge, die uns und anderen nicht gut tun. Wir bitten dich, komm in unser Herz und löse die Blockaden, die da oft sind. Und zeig uns Wege, mit den giftigen Pflanzen in unserer Seele heilsam umzugehen. Du Schöpfer der Welt, wir erleben auch, was Wachstum an der falschen Stelle anrichtet. Das ständige Wachstum unserer Ansprüche und unseres Konsums überfordert diese Erde, wo wir doch ein Teil von sind. Wir bitten dich, hilf uns, gute Wege zum Schutz unserer Erde zu finden. Zeig uns, dass wir nicht verlieren, wenn wir materiell bescheidener werden, sondern dass das Leben und unsere eigene Seele dadurch gewinnt. Bitte hilf uns, auf unser inneres Wachstum zu setzen und lass es in uns blühen und gedeihen. Wir bringen aber auch all das vor dich, was gerade bei uns los ist, Glück und auch Traurigkeit und unseren Dank für vieles. Und wir bringen unsere Sorge um Menschen in unserer Nähe und auch um uns selbst. Du kennst unsere Probleme. Du siehst die Konflikte auf dieser Erde, die so vielzählig sind. Die Not so vieler Menschen. Das Gelingen und Versagen in der Politik. All das befehlen wir dir an. Und wir bitten dich um Kraft, um Weisheit, um Mut, gute neue Wege zu gehen. Wir bitten dich für die Menschen, die wir loslassen mussten und für alle, die um sie trauern. Steh ihnen zur Seite, stärke ihre Herzen. Gib, dass sie mit ihrer Trauer nicht allein bleiben, sondern begleitet werden und nach neu ins Leben finden. Und alles, was sonst noch auf unseren Herzen liegt, legen wir in das Gebet, das Jesus selbst uns gelehrt hat. Unser Vater im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Es gibt noch ein paar Sachen, zu denen ich Sie einladen möchte. Heute Nachmittag findet draußen das erste Sommerkonzert statt. Sommersingen, Entschuldigung, das ist das Singen, das Konzert kommt später. Sommersingen mit der Dorper Kantorei als Animateur, würde ich mal sagen. Wer dort keinen Platz mehr online bekommen hat, der hat am 15. August nochmal die Möglichkeit. Da gibt es auch nochmal ein Sommersingen und ich bin sehr gespannt, wie das Wetter dann immer ist. Nächsten Sonntag ist auch wieder ein Gottesdienst hier in der Dorper Kirche. Bitte melden Sie sich da auch an unter der bekannten Nummer und mit den bekannten 3Gs. Und dazu gehört nicht getauft, sondern geimpft, genesen oder getestet, und zwar negativ. Kommen Sie gerne hierhin. Und wir lassen uns überraschen,
was Jo Römelt in dem Gottesdienst dann zu uns predigen wird. Eine Woche später, am 25. Juli, ist dann tatsächlich ein Konzert hier. Sing Your Soul ist der Titel. Und dort ist Akkordeon- und Klarinettenmusik zu hören mit einem Duo, was vorletztes Jahr schon mal hier war. Letztes Jahr ist ja ausgefallen, da ist alles ausgefallen. Was auch ausfällt, ist in der kommenden Woche, wie schon in der vergangenen Woche, die offene Arche, weil dort die Action-Tage stattfinden. Auch eine gute Gelegenheit, dafür die Hände zu falten und zu beten, dass Jugendliche dort erreicht werden und die Kinder einfach auch Spaß haben und dort in der Arche rumtoben können. Also dort keine offene Arche, aber am Mittwoch wieder hier in der Dorper Kirche ist die Kirche geöffnet. Alles Weitere, was Sie sonst noch so interessieren könnte, steht auf der Homepage der Gemeinde. Also schauen Sie immer wieder vorbei, was es dort gibt. Ja, kommen Sie gerne und wir sind auch auf dem Weg zu Ihnen. Ja, und ich möchte für uns und für euch alle zu Hause um den Segen bitten für diesen Tag und für die kommende Woche. Gott, der Herr, segne und behüte uns. Gott, lasse sein Angesicht leuchten über uns und schenke uns Frieden. Gott, hebe sein Angesicht auf uns und schaue uns liebevoll an. So segne und behüte uns Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. So, und jetzt wachsen wir weiter in den Himmel hinein. Wir haben nämlich den Himmel im Kopf. Und es ist gut, diesen Gedanken auch wachsen zu lassen, dass unser Leben hier auf dieser Erde irgendwann zu Ende ist, aber da oben es weitergeht. Da oben ist gut, ne? Steht die Welt um mich still und ich erkenne, was ich eigentlich will. Ich stimme ein in diesen himmlischen Klang. Die ganze Schöpfung singt und betet dich an. Dann erhebt sich meine Seele zu dir und deine Wahrheit wird lebendig in mir. Ich stehe auf, alles in mir singt, weil das Lied des Himmels so schön klingt. Ich hab den Himmel im Kopf.
mit dem Himmel.